Servus Leute und herzlich willkommen zu einem von drei Tutorial-Videos über den Hörmann-Antrieb. Es geht in diesen Tutorial-Videos darum, wie man Codes am Hörmann-Antrieb löscht, den Handsender neu settet und einen Handsender wieder an den Hörmann-Antrieb anlernt. Das braucht man zum Beispiel, wenn man einen neuen Handsender haben möchte, wenn man die Codes mal tauschen möchte, wenn es geklaut wurde etc. In diesem Video geht es speziell darum, wie man alle vorhandenen Codes des Hörmann-Antriebs löscht. Dazu muss man im Prinzip lange auf die Programmiertaste drücken und die Programmiernummer 40 auswählen. Das ist ganz wichtig, weil jeder Handsender hat seinen eigenen Code und der Hörmann-Antrieb speichert im Prinzip den Code vor Ort und ihr müsst dementsprechend den kompletten Speicher einmal löschen. Dazu drückt man dann, wenn man 40 ausgewählt hat, lang auf die Programmiertaste, wartet, bis es jetzt schnell blinkt und lässt dann los. Das war's schon. Jetzt sind alle programmierten Codes gelöscht und jeder Handsender muss jetzt neu eingelernt werden. Das ist, wie gesagt, auch schon im Intro ganz wichtig, wenn ihr zum Beispiel einen Handsender verloren habt oder der euch geklaut wurde, dann müsst ihr auf jeden Fall die Funkcodes löschen, weil sonst kann jeder mit dem geklauten Sender im Prinzip den Hörmann-Antrieb wieder ansteuern.